Brüder und Schwestern in Christus, das heutige Evangelium erzählt uns etwas über unseren Glaubensweg. Wie wir glauben können, wie wir glauben müssen, wie das gehen soll. Das ist das, was sich durch die ganzen Osterberichte durchzieht, diese Belehrung für die Jünger Jesu, wie sie das tun sollen, was sie mit der Auferstehung Jesu anfangen sollen. Wenn man das heutige Evangelium genau betrachtet, ist es schon eine erstaunliche Geschichte. Die Jünger Jesu, die mit ihm jahrelang höchstwahrscheinlich gegangen sind, also ihn als Herrn und Meister angesehen haben, als einen Rabbi, ihm gefolgt sind, überall, wohin er gegangen ist, sie gehen nach Emmaus. Und auf diesem Weg begegnen sie Jesus, aber wie es in der Bibel steht, sie sind wie mit Blindheit geschlagen und erkennen Jesus nicht. Sie sehen einen Mann, der sich zu ihnen gesellt hat und mit ihnen diesen Weg geht. Das ist der erste Schritt, den wir lernen müssen. Jesus ist in deinem Leben und du musst es gar nicht sehen, du musst es nicht bemerken. Er geht mit dir. Immer. Und dann, als Jesus sie fragt, was sie so betrübt macht auf diesem Weg, erzählen sie ihm seine Geschichte. Also sie wissen, wovon sie sprechen. Anscheinend. Sie wissen ganz genau, sie sind gut informiert, was passiert ist. Sie kennen diese Geschichte. Und so ist es auch in unserem Leben. Das ist der nächste Schritt. Du kannst von Jesus 1000-mal gehört haben. Und trotzdem musst du ihn nicht zwingend erkennen können. Sie gehen weiter. Und dann dreht sich die Situation ein bisschen um und Jesus erzählt ihnen, was über ihn in der Schrift geschrieben steht. Also von Mose angefangen durch die ganze Bibel. Das muss da eine lange Rede sein. Also Jesus erzählt ihnen von sich selbst, was über ihn in der Bibel geschrieben steht. Und eigentlich müssten ihnen die Lichter aufgehen. Ist nicht der Fall. Auch wenn du in deinem Leben Gott erfahren hast, kann es sein, dass du ihn doch in deinem Leben nicht erkennst, ihn nicht wiedererkennen kannst. Das ist oft der Fall für sehr viele von uns. Wie geht das dann, zu glauben, dass es doch geschehen ist, diese Auferstehung, und wer Jesus ist? Das ist die Frage jetzt, die entscheidend ist. Die Jünger erkennen Jesus erst, als sie mit ihm einkehren, sie laden ihn ein, dass er mit ihnen höchstwahrscheinlich ein Fest feiert oder einfach zu Abend speist. Und als er das Brot bricht und es ihnen gibt, da kapieren sie es. Da ist Jesus. Endlich mal. Und als sie es verstanden haben, verschwindet er wieder. Das sind zwei Dinge, die wichtig sind, wie die Jünger ihn erkennen. Das erste ist, als wen sie ihn erkennen. Weil, wenn man die jüdischen Traditionen ein bisschen kennt, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Gast den Vorsitz bei einem Mahl übernimmt. Du lädst auch in deinem Hause nicht Leute dazu ein, dass sie dann bestimmen, was ihr zu essen habt und wie das Essen ablaufen soll. Das macht kein Mensch, auch bei uns. Und Jesus übernimmt da die Leitung. Er ist der Herr. Nicht ein Mann, sondern der Herr. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Er ist derjenige, dem sie folgen können. Als so einen
erkennen ihn seine Jünger. Und nur so kann man Jesus wirklich nachfolgen, wenn du und ich ihn als unseren Herrn annehmen, ihm die Leitung überlassen, die Zügel aus der Hand geben, dass er in deinem, in meinem Leben bestimmt, wo es lang geht. Das ist das Erste, was die Jünger erkennen und warum sie Jesus als ihren Erlöser, ihren Herrn erkennen können, weil sie ihm die Leitung übergeben. Und das Zweite ist, sie erkennen ihn an dem, was er tut, was er schon immer getan hat. Er gibt sich ihnen selbst in der Eucharistie. Er feiert mit ihnen noch einmal das letzte Abendmahl. Und das heißt, Gott brauchst du nicht da draußen suchen. Er ist hier. Deswegen kommst du auch zum Gottesdienst. Auch wenn es uns sehr oft nicht bewusst ist, warum wir hier sind. Ein Festtag, dann gehen wir in die Kirche, ist auch ein guter Grund. Aber Jesus ist es, der dich ruft, weil er sich dir mitteilen will, in dem Brot, das gebrochen wird, in dem Wein, das gesegnet wird. Aus diesen zwei Gründen konnten die Jünger dann glauben. Erstens, weil sie Jesus die Leitung übergeben haben, und dann konnten sie auch Gemeinden leiten. Erst dann sind Gemeinden entstanden, Gemeinschaften. Das ist auch die Aufgabe eines Bischofs. Jeder Bischof steht immer im Dienst des Herrn vor allem. Und dann soll er dem Volk dienen. Ist nicht immer der Fall. Wir haben Glück mit unserem Bischof. Und das Zweite ist diese Rückbindung an das Wesentliche, an die Eucharistie. Das ist die Quelle und der Höhepunkt eines christlichen Lebens. Weil es ein Höhepunkt ist, muss es nicht jeden Tag stattfinden für einen Christen, für eine Christin, aber es soll der Höhepunkt sein. Das muss man lernen, das kann man lernen. Das ist nicht so schwierig. Irgendwann wird man es sehen können, wie es die Jünger erst nach einer langen, langen Predigt und langen Gespräch mit Jesus nach einem langen Weg es erkennen konnten. Ich lade dich heute dazu ein. Versuche zu schauen, wo du in deinem Leben die Leitung Jesus nicht übergeben willst. Wo du dich an das klammerst, wo du denkst, ich habe da was zu sagen. Und als Zweites, wenn du heute an seinen Tisch trittst in der Eucharistie, versuche ihn als den Auferstandenen zu sehen, der zu dir kommt, der mit dir den Weg geht, der immer mit dir schon gewesen ist und hier auch sichtbar, greifbar für dein Leben wird.